Moin, Servus, Moin. Danke, lieber Gurkensohn, für deinen Input. Du warst klasse. Und hiermit heiße auch ich euch herzlich willkommen hier auf dem Philo Education Kanal unserer Schule. Wir werden heute zusammen auf das Präkonzept "Die westliche Kultur ist anderen Kulturen überlegen" eingehen und ich wünsche euch sehr viel Spaß. So, meine Lieben, wir sehen hier heute, welchen Weg wir mit euch gehen wollen. Wir klären heute ein Präkonzept, also eine Voreinstellung. Und diese Voreinstellung oder auch Voreingenommenheit zu einem Thema ist hier auf diesem Bild sehr schön ersichtlich. Viele Menschen wählen einen simplen, aber falschen Weg, um ihre Antworten zu geben über Fragestellungen. Und wenige jedoch nur den komplexen, aber richtigen, weil dieser länger und zum Teil auch anstrengender ist. Wir wollen aber heute, dass ihr bewusst den längeren und komplexen Weg wählt, dass ihr bei unserem Thema topfit sind. It's a long way to go, aber ich bin sicher, wir packen das zusammen. Wir sehen hier an unserem ersten Beispiel sehr gut den simplen und falschen Weg. Man denkt nicht lange über das Thema nach und denkt, die westliche Kultur ist den anderen eigentlich schon relativ überlegen. Als Beispiel haben wir in Berlin hohe Hochhäuser, alle fahren Porsche und Mercedes und es ist allgemein moderner, während wir das Gefühl haben, in der Sahara wohnen alle in Lehmhütten und reiten Kamele. Nun, dies kann man schon mal relativ schnell widerlegen, wenn man nur schon an die Arabischen Emiraten denkt, an Dubai, wo es viel größere Häuser und modernere Sachen gibt als in Berlin und wo einige auch ein bisschen modernere und teurere Fahrzeuge fahren. Wir wollen jetzt den schweren Weg und den richtigen Weg nehmen. Dafür müssen wir zuerst mal schauen, was Kultur genau ist. Zur Kultur gehören Dinge, die vom Menschen geschaffen sind. Zum Beispiel gemeinsame Werte, Sitten oder auch Dinge wie Musik, Kunst oder Schauspiel prägen die Kultur. Weiter tragen auch Religionen zur Kultur bei und auch Sprachen sowie Schriften. Als Gemeinsamkeit, also als gleiche Werte, könnte man ein gleiches Rechtssystem oder geltende Rechte in einem Land nehmen, die zu einem Gemeinschaftsgefühl beitragen. Auch die gleiche Schrift kann einem das Gefühl von Zugehörigkeit zu einer gewissen Gruppe geben, zum Beispiel die chinesische Schrift und die chinesische Sprache oder die kyrillische, also die russische Schrift. Und Religionen sind ganz klar auch ein Faktor der Kultur, bei dem man Zugehörigkeit finden kann. Für unsere Fragestellung müssen wir jetzt noch die westliche Kultur definieren. Als die westliche Kultur definiert man die vorher angesprochenen Dinge und Werte, die primär in der westlichen Welt anzutreffen sind. Wir haben hier eine Abbildung der westlichen Welt und man sieht, dass die westliche Welt aus Europa, aus Amerika und aus Australien und Neuseeland besteht. Nun, da wir euch die westliche Welt und die westlichen Kulturen bereits erläutert haben, spielen in unserer Fragestellung jedoch noch andere Sachen eine wichtige Rolle. Und dies sind die anderen Kulturen. Ich hoffe, ihr wisst noch, dass mein Partner euch gerade erzählt hat, dass die westliche Welt, bezwecklich die westliche Kultur, auf der orange abgebildeten Fläche anzutreffen ist. Wenn man nun den No-Brainer-Weg, also den simplen und falschen Weg gehen will, könnte man sagen, dass die anderen Kulturen einfach auf der anderen weißen, nicht gefärbten Fläche anzutreffen sind. Dies ist jedoch nicht ganz so und wir wollen den komplexen Weg gehen. Auf unserem hochkomplexen Weg, auf der Suche nach der richtigen Antwort, werden wir jedoch nun von anderen Arten von Kulturen konfrontiert, an welche nicht gleich gedacht wird, wenn der Begriff der Kultur fällt. Als Beispiel steht hier die Agrarkultur. Sie umfasst nichts anderes als die Landwirtschaft. Die Hochkultur ist zu verstehen als eine Gesellschaftsordnung, die in der Vergangenheit liegt und zu damaligen Zeiten extrem fortgeschritten und komplex war. Als Beispiel hier sind die alten Ägypter. Eine weitere Art ist die Bakterienkultur. In einer Bakterienkultur pflanzen sich Bakterien bei stimmigen und guten Umgebungstemperaturen und Umgebungszuständen fort. Als letzten Punkt auf dieser Liste haben wir hier noch die Kulturstätten, bei denen man feiern geht, sie anbetet oder sie einfach besucht.
Als Beispiel sind es Gotteshäuser wie Moscheen, Kirchen etc. Da wir nun die Begriffe geklärt haben, an die wir nicht gleich denken, wenn der Begriff der Kultur fällt, können wir nun zum Vergleichen kommen, um zu überprüfen, ob denn wirklich die westliche Kultur den anderen Kulturen überlegen ist. Also machen wir ein Beispiel. Ich finde das Beispiel sehr schön, dass wir die Hochkultur vom alten Ägypten mit einem sehr neuen Coronavirus-Stamm aus Westeuropa vergleichen. Also ich persönlich bin der Meinung, dass hier die Bakterienkultur den alten Ägypter um Weiten voraus ist. Nun, ich denke, ihr merkt wahrscheinlich selber, dass das eine extrem dumme und hirnlose Aussage ist. Also denke ich, wir machen einfach ein anderes Beispiel und probieren es nochmal. Ich finde, die Aussage von meinem Teampartner ist ziemlich dumm. Ich denke, die meisten können mir zustimmen. Ich habe eine viel bessere Idee, die der Idee meines Partners überlegen ist. Denn ich vergleiche die Agrarkultur von Indien mit einer Tollwut-Bakterienkultur von Westeuropa. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, das könnte durchaus sein. Liebe ZuhörerInnen, ich entschuldige mich von tiefstem Herzen für das Gelächter und den Zwischenfall. Nun, wir haben uns beide erholt und wir denken, wir können nun seriös fortfahren. Und wenn wir ehrlich sind, um einen extrem guten, respektive einen gültigen Vergleich machen zu können, muss man Äpfel mit Äpfel vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen. Also sind ich und mein Partner auf die Idee gekommen, wir vergleichen doch am besten Musikgeschmäcker, respektive Musikkulturen. Ich persönlich bin ein großer Fan von der US-amerikanischen Musikkultur, also den Hip-Hop. Oder hört, das Lied tönt ziemlich hip. Also da muss ich reingrätschen. Die amerikanische Musikkultur ist zwar nicht schlecht, aber ich muss sagen, ich finde die indische Musikkultur viel besser. Also ich finde, sie tönt besser und sie hat auch mehr Geschichte hinter ihr. Das tönt ja geschmackslos. Nun, was hält ihr davon? Schreibt es uns doch unten in die Kommentare. Welche Musikkultur ist dir jetzt die bessere? Also ich persönlich finde ganz klar, dass die indische Kultur viel besser als die amerikanische ist. Ich bin jedoch nach wie vor der felsenfesten Überzeugung, dass die US-amerikanische Hip-Hop-Kultur der indischen bei allen Bereichen das Wasser reichen kann. Nun, ich denke, wir kommen jetzt am besten auf unser Anfangsbild zurück. Und hier sind wir schon wieder bei unserem Anfangsbild. Wir können jetzt natürlich am Schneideweg nach wie vor uns für den simplen und falschen Weg entscheiden oder wir können den richtigen und komplexen wählen. Das jedoch liegt ganz bei euch und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen in die richtige Richtung dirigieren. Wir kommen jetzt gleich zu unserem Fazit des Vortrags. Abschließend können wir jetzt sagen, dass die Aussage, die westliche Kultur ist anderen Kulturen überlegen, wenig Sinn macht. Denn es gibt erstens mal subjektive Dinge, die man nicht objektiv als überlegen bezeichnen kann. Und es gibt viele Dinge in der Kultur, weil die Kultur so umfangreich ist, die man gar nicht vergleichen kann.
Abschließend zu unserem kleinen Schulprojekt will ich sagen, dass wir sehr zufrieden auf unsere Arbeit sind und in der Gruppe eine sehr gute Arbeit geleistet haben. Ich bin stolz auf unsere Gruppenmitglieder und wie ihr hier seht, haben wir euch hier noch die Quellen aufgelistet. Unter anderem auch die beiden Mega-Lieder, die wir verwendet haben, die ganz unten zu finden sind. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag und das letzte Wort des Tages überlasse ich heute InScope. Alles klar, wisst ihr was? Falls ihr euch wieder wünscht, dass 3 Wochen kein Video kommt, dann lasst doch einfach jetzt einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Channel. Ja, Freunde, in diesem Sinne, fuck dich!